So, da sind wir wieder. Eine neue Folge vom Formel 1. So. Dann gehen wir gleich zum nächsten Kapitel. Ich will doch nur reden, Kerl. Warum? Weil er das gesagt hat? Es geht nicht immer nur um ihn. Rede mit mir. Wir sind als Kinder oft bei denselben Rennen angetreten. Und natürlich lief es für einen von uns immer besser. Und dann... auf dem Heimweg war der eine natürlich glücklich und der andere war am Boden zerstört. Es gab nichts dazwischen. Es war wirklich unmöglich, dass wir beide zur gleichen Zeit glücklich waren. Und es ist irgendwie immer noch genau gleich. Ach komm, es ist mein Job, mit allen zu sprechen, Kelly. Ja, und wer hat dir den Job gegeben? Warum bist du so? Du bist ja nicht mal auf mich sauer. Tja, vielleicht ja doch. Wirklich? Ernsthaft? Wir waren Kinder, Kelly. Du hast mich im Stich gelassen. Komm schon, was hätte ich sagen sollen? Oh, vielen Dank, Dad, dass du immer so in meine Karriere investierst. Aber ich muss leider ablehnen, damit wir Kellys Gefühle nicht verletzen? Natürlich nicht. Was dann? Er musste sich nicht entscheiden, Devin. Er hatte wirklich genug Geld, um uns beide zu unterstützen. Ich wollte doch nur, dass du mir hilfst. Er hat nie auf mich gehört. Immer nur auf dich. Wir waren jung. Ja. Aber jetzt sind wir erwachsen. Ja. Tja, falls es dich tröstet, ich bin kein großer Konkurrent mehr. Das warst du nie. Tut mir leid, Kelly. Alles. Du warst immer schneller als ich. So. Da hast du's. Netter Versuch. Es stimmt. Haben Sie das ernst gemeint? Natürlich nicht. Schneller als ich. Nein, 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 nein. Das war sie nie. Das hätte sie gern. Nein. Aber in einer Sache hatte mein Vater immer recht. Und zwar, dass manchmal die Leute hören sollen, was sie hören wollen. Nicht wahr? Pulver, Grand Prix von Brasilien, einen Monat später. Kapitel 16. An der letzten Rennwochenende konnte Konnersport die nötige Beständigkeit unter Beweis stellen. Im vorletzten Rennen der Saison geht es nach Brasilien. So, das heißt, vorletzte Rennen. So, was will Evelyn? Finanzierungsprobleme. Es ist erst dann ein Problem, wenn wir nicht den fünften Platz erreichen. Was hältst du davon? Das kann er doch nicht ernst meinen, oder? Es waren doch erst zwei Saisons und Konnersport ist bestimmt nicht das schlechteste Team. Du kannst wirklich gut mit Worten umgehen, Mom. Was sagt dein Vater dazu? Keine Ahnung. Du hast noch nicht mit ihm gesprochen? Das kannst du bestimmt nachvollziehen. Ja, aber ich muss auch nicht mit ihm arbeiten. Du musst ihn nicht mögen, aber du solltest wirklich mit ihm reden. Du klingst wie Devin. Vielleicht hat Devin ja recht. Ja, danke, Mom. Ich muss jetzt los. Ich hab dich lieb. Tschüss. So, gehen wir gleich zum Rennen. Klar, natürlich. Ja. Warum tust du das? Er war im Fahrerlager. Das war in Sao Paulo. Und ich, ich hab ihn zur Rede gestellt. Ich wollte einfach wissen, warum? Einen Moment bitte, ich rufe zurück. Kelly, also dann, können wir endlich mal sprechen. Warum tust du das? Tue ich was? Warum bist du so kalt und verbissen diesbezüglich? Damit sich die Investition lohnt, muss Konnersport Racing eben erfolgreich sein. So ist das Geschäft. Das ist nicht alles, oder? Bitte was? Warum bin ich dann im Team, wenn es nur ums Geschäft geht? Und warum Devin? Du kannst nicht die Familie da immer mit reinziehen und dann jedes Mal so tun, als sei alles nur geschäftlich. Das ist eine der bedeutendsten Investitionen, die ich je gemacht habe. Ich muss das Geschäftliche im Auge behalten, Kelly. Wer glaubst du denn, wird das erben, wenn ich nicht mehr bin? Na, Devin. Vermutlich.
Ich habe jedenfalls kein Interesse daran. Das ist schon etwas komplexer, Kelly. Aber was gut für unser Geschäft ist, ist auch gut für die Familie. Und damit letztlich auch gut, vor allem für dich. Genau das hast du damals auch gesagt, als du nicht wolltest, dass ich Rennen fahre. Das habe ich mit 12 schon nicht geglaubt, so wie jetzt auch. Ich verstehe einfach nicht, was du dir dabei denkst. Du drohst damit, meine Formel-1-Karriere zu beenden und tust so, als wäre es das Beste für mich? Du hast doch nicht die leiseste Ahnung, wie viel Geld ich in das Team gesteckt habe. Ah ja, darum geht es dir. War ja klar. Dir geht's nur ums Geld. Ich erwarte nicht von dir, dass du das verstehst. Nein, Dad. Ich erwarte das nicht von dir. Wie kannst du nur so unrealistisch sein? Hör zu. Nicht jeder ist für die Formel 1 gemacht. Und das weißt du. Wir sollen also Platz 5 holen? 5. 5. Die Info gegeben. Grand Prix von Brasilien während des Rennens, Kapitel 16. Ein spätes Safety Car hat Kelly Meyer die Möglichkeit gegeben, ihr Schicksal in der Interlagos zu wenden. Noch 6 Runden. Safety Car in dieser Runde, ich wiederhole, Safety Car in dieser Runde, das ist unsere Chance. Okay, bloß kein Druck. Platz in der Top 5. Und ich bin irgendwo im Mittelfeld, glaube ich, wenn ich richtig sehe. Grüne Flagge. Naja, fast in der Top 10. Bei der letzten Folge habe ich wirklich daran gedacht, das erste Breaking Point war kein Sao Paulo gewesen und jetzt kommt das Sao Paulo Rennen. Sauber gemacht, gute Arbeit. So, jetzt bin ich in Top 6. Aber der P6 meinte ich nicht top. Ich kann echt nicht entscheiden, welche Rennstrecke mir halt gefällt. Es sind ungefähr locker mindestens 3 Rennstrecken, die mir halt sehr gefallen. Sao Paulo ist einer davon. Verwarnung. So, Bonus erreicht. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,1 Sekunden. So, P1. Na, sie juckt.
Ausgezeichnet. Das ist die neue schnellste Rundenzeit in diesem Rennen. Es geht noch schneller. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Da habe ich das schnellste Sektor gemacht in S2. Jetzt kommt gleich die letzte Runde. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Captain Dead. Mehr als gezeigt, dass ich mehr als den 5. Platz erreiche. Podiumplatz.
Ein fantastisches Rennen. Werden wir Connor Sport in der nächsten Saison wiedersehen, Stefan? Einige gehen ja nicht wirklich davon aus. Ich hoffe doch, Sascha, das tue ich wirklich. Sie waren mutig, sie sind Risiken eingegangen. Das war gut für den Sport. Ja, da hast du recht, die Saison ist nicht mehr lang. Hoffentlich können sie die Form bis zum Ende halten. Wir werden es bald herausfinden. Also, mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Das war heute eine starke Leistung, Kelly. Welche Rolle hat das Safety Car gespielt? Hätte es auch funktioniert. Es hätte keine Vorteile daraus ziehen und es hat geklappt. In den Rennen gibt es Chancen, das Safety Car war nur eine davon. Es geht nie wirklich um das Safety Car. In jedem Rennen gibt es Chancen, egal wie sie aussehen. Es kommt immer auf einen selbst an und ob man das Beste aus einer Situation machen kann. Ihre erste Formel-1-Saison nähert sich dem Ende. Sie haben hart gearbeitet. Aber gibt es jemanden, der Sie besonders beeinflusst hat? Naja, Davidov eher wenig. Steffen eher wenig. Casper, ja, eher Casper. Ich muss Casper für vieles danken. Er war in der letzten Saison der Formel 2 für mich da. Und er war derjenige, der für meinen Platz bei Connorsport gekämpft hat. Ohne ihn wäre ich vielleicht gar nicht hier. Also, danke, Casper. Wie war es, so eng mit Ihrer Familie zusammenzuarbeiten? Das war eine Herausforderung. Family ist nie einfach. Es war in Ordnung. Wir wissen, wie wir auf Abstand gehen müssen. Das sind Leute, mit denen ich zusammen arbeite. Das rein beruflich. Ja. Ich betrachte diese Beziehungen als rein beruflich. Außerhalb der Rennen ist das eine andere Sache. Aber am Rennwochenende sind das Leute, mit denen ich zusammenarbeiten muss. Sie können zur Familie gehören, aber das spielt keine große Rolle. Es gibt Gerüchte, dass es Connorsport in der nächsten Saison nicht mehr geben wird. Können Sie das kommentieren? Das ist eine Frage für unsere Investoren. Möglicherweise, das hängt von dem Ergebnis dieser Saison ab. Ich habe Grund zu der Annahme, dass diese Gerüchte wahr sind, ja. Soweit ich weiß, wird diese Entscheidung von unseren Ergebnissen in dieser Saison abhängen. Wenn wir nicht gut genug abschneiden, werden sie uns vielleicht nicht wiedersehen. Super, danke. Am Brix von Abu Dhabi. Eine Woche später. Kapitel 17. Da die Zukunft von Connorsport auf das Spiel steht, ruft Teamchef Casper Ackermann sein Team ein letztes Mal vor ihm vielleicht letzte Rennen in der Formel 1 zusammen. Okay, also wir haben heute zwei ganz unterschiedliche Setups gewählt. Und ich brauche euch ja nicht zu sagen, dass... Davidov, es reicht jetzt! Bitte was? Geh raus. Ich glaube, ich habe mich verhört. Das läuft die ganze Saison schon so, dass du dich überall einmischst. Bitte warte draußen, bis wir fertig sind. Das meinst du nicht ernst? Das ist nicht dein Team. Und nach dem heutigen Tag existiert es vielleicht nicht mehr. Also geh jetzt und lass uns denen das, was bedeutet, endlich in Ruhe unsere Arbeit tun. Das klären wir später, Ackermann. Ja, du kannst mir dann gern nach dem Rennen drohen. Verlass dich drauf. Kommst du, Devin? Vielleicht bleibe ich diesmal lieber hier. Ja. Ja, ich bleibe. Tja, dann mach, was du willst. Also dann. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Wenn heute jeder nur für sich alleine fährt, ist das Team am Ende. Um jetzt noch eine Chance zu haben, die nächste Saison wieder dabei zu sein, müssen wir zusammenarbeiten. Gemeinsam. Ist das allen klar? Hey, hey. Aiden. Kelly, hört mir zu, hört mir zu. Ihr habt das verstanden, ja? Ja. Wenn sich einer von euch heute über das Team stellt, ist es vorbei.
Es war nochmal Ansage. Callie. Wir packen das. Ja. Und, tut mir leid, falls ich jemals... Wow. Was? Bist du dabei, dich zu entschuldigen? Ja. Ich werde dir vergeben, aber unter einer Bedingung. Und zwar? Du holst auch ein paar Punkte. Okay. Deal. Los geht's. Los geht's. Meine Ansage. So, Nachrichten. Andreo. Hey, hast du ihn gefunden? Ich habe nicht besonders intensiv gesucht, ehrlich gesagt. Wird Davidoff jemals sauer? Das kann man sich nur schwer vorstellen. Ich hoffe, ich habe dir keine Probleme bereitet. Ich bin ausgerastet. Das war unprofessionell. Überhaupt nicht, Kasper. Es war eine Freude, das mit anzusehen. Denkst du, das wird seine Entscheidung beeinflussen? Ich spekuliere nicht mehr, Kasper. Mittlerweile überrascht mich nichts mehr. Dann sollten wir dieses Ziel besser erreichen. Ich denke auch. Und viel Glück heute, Kasper. Was auch immer passiert, ich bin sehr dankbar für alles, was du getan hast. Es war mir eine Freude. Cornersport hat den Erfolg verdient. Wenn das Schicksal gnädig ist, Kasper. Wenn das Schicksal gnädig ist. Na, ich bin auf der Strecke. Wir sehen uns. Ich komme gleich nach. So, dann direkt zum Rennen. Grand Prix von Abu Dhabi. Während des Rennens. Kapitel 17. Die beiden Cornersport-Teammitglieder kämpfen gemeinsam im Rennen um die Punkte, die sie sich brauchen, um die Zukunft des Teams über diese Saison 2023 hinaus zu sichern. Es ist so, bevor das Rennen beginnt, weiß keiner, was passiert. Keiner. Zum einen gibt es die großen Stars des Sports. Bestimmte Fahrer und Fahrerinnen, Teams, die das Tempo vorgeben und die immer gut abschneiden. Und dann gibt's da noch die Underdogs. Wir sind immer da, versuchen immer Positionen gut zu machen und Punkte zu holen. Wir nutzen jede noch so kleine Chance, jeden noch so kleinen Fehler. Und genau in diesem Moment, kurz bevor die Lichter ausgehen, ist es, als ob die Welt den Atem anhält. Verstehen Sie? Alle warten. Alles ist angespannt und ich wusste, was auch passiert. Cornersport hat seine Spuren in der Geschichte des Sports hinterlassen. Und mehr wollte ich in dem Moment nicht. Sie waren also nicht nervös. Ist das Ihr Ernst? So, und das ist der Stand der Dinge jetzt. Aber vielleicht sieht's nachher ganz anders aus, wenn die Zielflagge hier in Abu Dhabi weht. Die Lichter gehen aus und los geht's! So. Ich muss das hier vor. Und den neuen. Mach Druck, Aiden. Los, los. So, ich fahr mit Aiden. Also, das heißt, ich bin der 8. Welche Runde? 4. Runde. Gasly. Und auf geht's auf die letzte Runde. Letzte Runde der Saison. Aber das heißt, wir sind gerade auch auf 4. bis in jetzt 5. Runde. Den Abstand nach vorne im Auge. 1,9 Sekunden. Das heißt, wir müssen auch noch einen Boxenstopp machen.
Ja. Maya ist zwei Plätze hinter mir, jetzt drei. So, überholt. Okay, du bist in den Top 10. Sechste Runde. Gasly ist direkt vor mir. Okay, die zwei Kurven waren ein bisschen schlecht genommen. Oder auch nicht. Das ist der Sergeant, der da auch bei F2 dabei war. Wie die Kelly. Da ist Gasly. Direkt vor mir. Oh, kein DRS. Schade. Und weiter geht's auf der Start- und Zielgerade. Jackson arbeitet sich nach vorn. Was für ein großartiges Rennen für ihn. Das sieht richtig gut aus, Sascha. Die Strecke liegt ihm. Erinnerst du dich an sein Rennen hier 2021? Das war fantastisch. Ja, wer könnte das vergessen? Und genau so eine Leistung braucht Konnersport heute auch. Mayer fährt okay, aber Jackson, der liefert wirklich ab. Sehr gut, Aiden. Wir glauben, du kannst noch eine Position gut machen. Los, los! Hier stimmt was nicht. Wir prüfen das. Gib uns einen Moment. Ich werde langsamer. Jetzt geht's die Gegend gerade runter. Er ist in einer super Position. Aber Moment, was ist denn das? Der wird langsamer. Das stimmt was nicht. Sieht aus, als hätte er ein Problem, Sascha. Ist es der Motor? An der Boxenmauer reißen sie die Hände in die Höhe. Das war's. Er ist raus. Er ist raus. Ja, ist der Motor. Es ist der Motor. 2023 ist für Aiden Jackson gelaufen. Was für ein dramatisches Ende. So hat er sich das nicht vorgestellt. Was ist da passiert? Wir haben einen Motorschaden. Aiden ist aus dem Rennen ausgeschieden. Jetzt bist nur noch du übrig. Wiederhole, Aiden ist aus dem Rennen. Verstanden? Aiden ist raus. Hab verstanden. Was? Lass mich mal ran. Warum? Jetzt gib mir das Headset. Bist du sicher? Ich bin mir immer sicher. Das gefällt mir nicht.
Kelly. Darren? Ja, wir haben uns unterhalten und wir glauben, dass du etwas langsamer werden solltest. Was? Warum? Du liegst zu weit zurück. Wir wollen nicht, dass dein Motor auch ausfällt. Beende einfach nur das Rennen. Wir müssen realistisch sein, verstanden? Sorry, aber ist das eine Teamorder? Kasper stimmt zu. Du kannst einfach nicht so viel Boden gut machen. Unmöglich. Riskier nicht zu viel, Kelly. Und jetzt pass auf, wie sie abgeht. So, jetzt war primär Ziel aktualisiert. Lande mindestens auf dem vierten Platz. Alles okay, Kelly? Ja, wir sehen uns an der Ziellinie. So, gucken wir mal, welche Platzierungen, wie viele Runden das sind. Zehnter. Neunter. Also beide war Zufall. P9 und neunte Runde. Aber das erinnert mich wirklich an der letzten Folge von Breaking Point 1, den ersten, dass der Casper ja auch irgendwie einen Schaden hatte, mit Devin sogar. Oder nee, dass er Devin ja in... Abstand zum Auto hinter uns, 2,2 Sekunden. Dass ihn rammen wollte von Ackermann und der Jackson... auch gewonnen hat. Das ist genau jetzt ähnlich, aber genau umgekehrt. So, muss jetzt weniger labern, aber mehr auf Fahren denken. Ah, verdammt, Fehler. Surfgruppe. So, P6. So, DRS ist offen. So, darf ich da? Danke. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Ja, ein bisschen rammen. Okay, Abstand zum Auto vor dir, 1,8 Sekunden. Wenn ich die zwei überhole, dann bin ich auf dem dritten Platz. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus.
So, P2. Tut mir leid, das musste ich mal kurz im Moment machen. Hab den Fall falsch eingeschätzt. Der Verstappen, ey. Nochmal, wenn ich das mache, da habe ich, glaube ich, ein paar Sekunden Zeitstrafe, glaube ich, 5 Sekunden. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das habe ich ihn überholt. Oh, der hat jetzt die DRS offen. Das war richtig knapp. So, die letzte Runde kommt. Letzte Runde, gib Gas. So, die letzte Kurve.
Und da ist sie, die karierte Flagge, Super Kelly Mayer, wow! Sie hat heute eine tolle Leistung gezeigt. Connorsport wird überglücklich sein. Das war fantastisch. Gerüchte zufolge war ja die Zukunft des Teams ungewiss, aber wir alle hoffen, dass das heute gereicht hat, um in der nächsten Saison wieder mit dabei zu sein. Es hat wirklich Spaß gemacht, Ihnen zuzuschauen. Grand Prix vom Abu Dhabi nach dem Rennen, Kapitel 7, Euphorie. Nachdem Aiden wegen Motorprobleme aufgeben musste, schultert Kelly die Verantwortung und bringt das Renn-Konosport-Auto auf wundersame Weise über die Ziellinie und sichert so das Team Platz 5 in der Konstruktionswertung. Hey Devin. Nicht übel, Schwester, gar nicht übel. Das hast du mit Absicht gemacht. Was habe ich mit Absicht gemacht? Komm schon, Dev. Etwas langsamer werden? Keine Ahnung, wovon du redest. Theoretisch hast du gegen eine Teamorder verstoßen. Ganz schön gewagt. Ich kann nicht glauben, dass mir das nicht aufgefallen ist. Es ist so offensichtlich. Werd jetzt bloß nicht frech, Kelly. Ich bin überrascht, dass Kasper das zugelassen hat. Wirklich überrascht. Ich muss los. Du redest Unsinn. Ciao. Ja, ciao. Jo. So, schauen wir noch ein bisschen Nachrichten an. Nächster Anruf. Dad. California. Ist das gut genug für dich? Hör mal, ich dachte, wir könnten morgen vielleicht einen Kaffee trinken, bevor wir losfahren. Mein Flug geht erst um 3. Ja, nein, ich weiß nicht. Wir könnten reden über die nächste Saison. Das würde uns gut tun. Denk darüber nach. Das Angebot steht. Bei dir klingt das wie eine Verhandlung. Das ist es bei uns doch immer, Kelly. Sag einfach Bescheid. So, warten wir noch ein bisschen. Wenn nicht, dann tue ich Season abschließen. Das war der Wahnsinn. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Rennen gesehen. Ich hatte sie unterschätzt. Und was sagen Sie zu dem Motorschaden? Es gibt einfach kein perfektes Auto. Heute hat es uns im Stich gelassen, aber es hat uns auch erst so weit gebracht. Also, man muss das Auto fahren, in dem man sitzt. Jeder Mensch ist anders. Und das heißt, dass man jeden auch anders motivieren muss. Wenn man Devin zum Beispiel hernimmt, dann muss man wissen, dass er, wenn er sein Ego gestreichelt bekommt, am besten funktioniert. Seine größte Angst ist es zu versagen und deswegen kann er noch tiefer fallen. So bleibt er hungrig. Kelly hingegen hat stets diesen Drang, den Leuten das Gegenteil zu beweisen. Wenn ihr jemand sagt, dass etwas nicht möglich ist, wird sie tun, was in ihrer Macht steht, das zu erreichen. Sie hat diese hartnäckige Entschlossenheit, die man nutzen kann. Und dann ist da Aiden, mein Gott. Als er neu war in der Formel 1, dachten alle, er wäre ein netter Kerl. Aber er war so unglaublich ehrgeizig. Und genau das macht Aiden eben aus. Und deshalb habe ich vielleicht ein Gerücht verbreitet, dass eines der anderen Teams ihn unter Vertrag nehmen wollte, als er noch bei Connorsport war. Damit der Ehrgeiz geschürt wird. Damit er weiter fokussiert bleibt. Viele würden das für manipulativ halten. Sehen Sie das nicht auch so? Ja, natürlich. Motivation ist Manipulation, da gibt es keinen Unterschied. Wirklich? Ja, der Zweck heiligt doch die Mittel. Am Ende des Tages geht's nur ums Geschäft. Bereit für die nächste Saison? Lasst uns gleich loslegen. Bleiben Sie jetzt nächste Saison? Wenn Kasper bleibt, dann bleibe ich auch. Also, haben Sie noch einen Job nach Ihrem Disput mit David? Das wird sich zeigen. Geschafft! Die Investition ist gesichert! Was für ein Team! Und das ist alles, worauf es ankommt? Für den Moment, ja. Es kommt nur darauf an. Okay, also, war's das? Ja? Cool. Ciao!
So, das war auch jetzt F1-23 Breaking Point, die zweite. War ein schönes Story gewesen, meine Meinung. Sehr interessant auch, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht, das zu spielen. Und ich hoffe auch für euch, dass ihr auch schön gemütlich zugeschaut habt. Manche Folgen sind ein bisschen langweilig, schätze ich jetzt für euch, weil ja teilweise ruhig war, allgemein, oder allgemeine Let's Plays sind ja ein bisschen ruhig, nicht so viel quatschen, aber ist auch wieder was anderes als jetzt andere Spiele, die ich jetzt die letzten Monate ja gemacht habe. Aber ich hoffe, ich hatte trotzdem Spaß zuzuschauen und ja. Dann lasse ich mal den Credits mal durchlaufen und wir sehen uns dann demnächst wieder mit anderen Projekten, die ich habe. Und wir sehen uns. Bis demnächst.